Hallo liebe Skisportfreunde, da sind wir wieder bei der Ski Challenge 2015 und zwar heute aus Bormio, Italien. Ja, steht da oben, schön, man sieht die Flagge, passt, Wetter müsste gut sein. Ist das dritte Rennen dieser Weltcup-Serie und die ist jetzt relativ kurzfristig gleich nach Gröden, habe ich festgestellt. Ich bin jetzt fast ein bisschen ins Gehetz, ins Gestress reingekommen. Relativ kurz danach eben schon, aber das richtet sich halt nach dem richtigen Rennplan. Und dafür ist dann das nächste Rennen, das ist in Wengen, das ist erst irgendwann Mitte Januar. Also da ist dann wieder einige Zeit, um die Piste zu testen und auszuprobieren. Hier in Bormio hatte ich jetzt ein bisschen weniger Zeit, aber ja, mal gucken, was wir da so reißen. Qualifikation. Na. So. Huch. Senden? Was gibt's denn hier zu senden? Sag mal. Also, ich bin gerate ich richtig ins Stottern vor lauter Angst. NSA! Nee, aber wir sind ja eigentlich zu schlecht oder zu wenig gut, um überhaupt irgendwie wahrgenommen zu werden. Also, was man da senden muss, weiß ich auch nicht. Naja, also Ski. Wir machen es dieses Mal ein bisschen anders. Ich fange gleich mal mit Classic an. Okay, ja gleich wieso? Weil wir, jetzt ist es sowieso wieder am Senden. Ja, ich habe einen Tipp bekommen in den Kommentaren. Danke dafür, wie die idealen Skieinstellungen sind, nämlich 22, 34, 44. Und das probieren wir jetzt aus, statt diesen ganz schlechten, langsamen. So, auf geht's. Also schon mit dem halben Panzer. Büschen rechts. Und dann geht's ja gleich wieder links und runter. Okay, das war schon mal nicht ideal. Und jetzt kommt hier ein Stahlschuss. Wie das so schön heißt. Durch die paar Tore durch und unten dann eine scharfe Linkskurve. Die darf man aber nicht zu eng nehmen, sonst rast man hier nämlich dann genau um die... Oh, oh. Ja, das fängt ja an. Oh Gott, nein. Ja, eh, darf man nicht zu eng nehmen, sonst. Punkt, Punkt, Punkt. Sonst küsst man die Fahne. Haben wir. Okay, nochmal. Das war sowieso ein schlechter Anfang. Also. Das müssen wir hier enger nehmen, dieses Tor. Das hier auch und den Sprung drücken. Ja, schon ein bisschen besser. Und jetzt hier laufen lassen. Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann mit den besten Skieinstellungen ist, die halt wirklich die Führenden benutzen sollen. Aber jetzt erstmal hier gucken, dass wir nicht wieder aufmachen. Genau, so jetzt hat es geklappt. Da muss man halt ein bisschen aufmachen, dann kommt man auch an dem Tor vorbei, Herr Heisenberg. Da wollte ich zu viel am Anfang. So, auch ein blödes Kürbchen hier. Und dann, jetzt kommt hier dieses olle Zickzacke. Macht einen fast wahnsinnig. So, und hier gleich wieder rum. Und wieder rum. Dann die andere Richtung. Und gleich wieder rum. Ja, genau, das ist... Also wer das ausgesteckt hat, das muss ein Slalom-Weltmeister gewesen sein. So, und jetzt geht es noch einmal rum. Und dann ist das Zickzackfahren dann langsam mal Geschichte. Und unten wird es dann doch eine ganze Ecke gerader. So, hier kommt ein Sprung. Drücken. Und in die Hocke und Vollgas. Ist schon geil. Also, mir taugt das Spiel. Das Geschwindigkeitsgefühl ist einfach wirklich ganz stark, muss ich sagen. Also da kenne ich Autorennspiele, die Geld kosten, da hat man nicht den Hauch des Geschwindigkeitsgefühls, das man hier zu verspüren bekommt. Huch. Schön auf die Flagge zu. Im letzten Moment noch korrigiert. So, jetzt nähern wir uns hier dem Ziel. Und letzter. Ne, da unten ist es erst. Fahren wir eben um die Tore auch noch rum. Sonst wären wir Erster gewesen, wenn das Ziel jetzt da gewesen wäre. Ob das jemand geschnallt hätte? Hm. So, da ist das Ziel. Jetzt noch der Sprung und senden. Ja, genau. Was hatten wir denn jetzt für eine Zeit? 2, 13, 9, 8, 7. Boah. Das ist 12 Sekunden hinter dem Ersten. Ja, ziemlich genau. Das müsste noch besser gehen. Müsste man eigentlich meinen. Das ist halt schon mit 2, 0, 1. Hm.
Also machen wir mal Extreme, da kann man halt wieder fast nicht steuern. Dafür gleitet es umso besser, aber was das Spiel jetzt ja dauernd sendet, ist mir ein bisschen rätselhaft. Naja, sende du und lass uns spielen. Dankeschön. Und los! Los, Heisenberg! Los, los! Voll in die Hocke. Ach so, Moment, jetzt. Oh. Ja, da haben wir wieder den 40-Tonner. Das ist echt fast nicht zu steuern. Ist schon wahr, da hat der Kommentarschreiber recht gehabt, dass das fast nicht spielbar ist, wenn man das so spielt. Und merklich schneller ist man eben wahrscheinlich doch nicht. So, jetzt wird es interessant, wie ich hier unten dann um diese Kurven rumkomme. Hier schon. Ups, ups, ja, ups, boing, doch geht. Ja, man muss halt viel mehr offen fahren und da verliert man natürlich enorm Zeit. Hier, keine Chance, ohne dass ich aufstehe. Und aufstehen ist natürlich bremsen. Und gleich wieder hier links runter. Die Tafeln da rechts, die habe ich auch schon mal umgenommen. Das ist, wenn man das so das erste Mal spielt hier, also die Piste. Ja. Man merkt, dass es dann immer hin und her geht und man mag es dann doch nicht ganz glauben. So, ich muss hier doch ein bisschen gucken, sorry. Das ist mit den Skiern echt eine Kunst für sich. Heiliges bisschen. So, jetzt kommt hier wieder der Sprung. Und dann wieder das Gerase. Das ist ein geiles Stück. Und hier müsste eigentlich dieser Ski eben ein großer Vorteil sein. Aber wenn man natürlich sich den Rest des Wegs runterbremst, wieder aufstehen. Ich glaube nicht, dass man das hier rausholt. Nee, was ich vorhin sagen wollte, eben, es ist einfach, wenn man die Piste nicht kennt und hier runterfährt, dann die ersten paar Mal haut es einen einfach raus. Man hat eigentlich keine Chance. Das geht sowas von nach links, rechts, links, rechts. Man mag es kaum glauben, wenn man es das erste Mal sieht, dass das, dass sich das Ding Abfahrtspiste schimpft. So, ich habe das Gefühl, wir sind langsamer wie vorher und das mit den eigentlich professionelleren Skiern. Mal gucken, hier kommt das Ziel. Ja, bedeutend langsamer. Eieiei, 4 Sekunden, was war denn das? 2,17? Es sendet halt lieber wieder, als es die Zeit zeigt. 2,17. Ja, ja. Okay, mit den Skiern ist das nix. Da hat man gesehen, 2,13. Okay, so und jetzt machen wir diesen kleinen Geheimtipp. Barrounder, genau. Dann gehen wir hier. 22. Hier brauchen wir die 34. Na, so. Und jetzt gucken wir mal, wie es mit den Skieinstellungen der Besten geht. Da kommen wir natürlich trotzdem niemals ran. Aber ich denke, es müsste eigentlich was ausmachen. Es wird einen Grund haben, warum anscheinend die Guten die Einstellungen so setzen. Wie fühlt sich das denn an? Ja, steuert sich viel besser wie der Panzer vorhin. Das ist wohl ein guter Mittelweg. Passt auch. So, jetzt ist hier vorne schon mal eine Schlüsselstelle, wie man das erwischt. Anfahren. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir sind schnell, wir sind schnell, wir sind schnell. Und jetzt werde ich es hier unten wahrscheinlich dafür verbocken. Also, Konzentration. Schon ein bisschen zu weit runter getragen. Geht schon wieder los. Ja, das ist nicht wirklich gut. So, drehen und rein. Ja, wir werden immer ein bisschen zu weit nach unten getragen. Die müsste man ein bisschen anders anfahren, die Kurven. Aber eben müsste, sollte, täte. Jetzt haben wir dann Ruhe vor diesem Hin und Her. Der Sprung. Schwierig zu sagen, wie wir in der Zeit liegen. Ich kann da nicht auch noch drauf gucken. Aber das ist auch egal. Kopf runter, Vollgas. Los. Ihr Skier, tragt mich nach unten. Und wieder reindrehen. Ja, das ist nicht so schlecht.
immer zu bedenken, ich rede von meinem Niveau. Ist das nicht schlecht? Das war ein bisschen gar nahe am Tor, wobei wir leben noch. Also wir sind noch im Rennen, sagen wir es so. Das hat ja nicht viel mit Leben und Tod zu tun. Vollgas, los. Jetzt nah ans Tor ran. War zu wenig nah, aber das ist keine schlechte Zeit. Das ist... das ist sogar eine gute Zeit. 2:10:802. Okay, das müsste irgendwo da sein, wo ich schon mal war, glaube ich. 2:10:802. Das ist nicht meine Bestzeit, sondern 2:10:498. Okay, das waren 0,4 Sekunden langsamer. Das war aber, denke ich, immer noch relativ schnell. Ja, schön. Haben wir das. Also da muss ich sagen, mit diesen Skiern, die hier die Profis benutzen, sagen wir es mal so, oder die meisten zumindest, das merkt man. Also man kann halt steuern und man hat trotzdem Speed in den Gleitteilen, in den Abfahrten, wo es halt gerade geht und ja nicht wie wild um die Kurven. Zudem ist das doch eine eher kurvenreiche Abfahrt gewesen. Ja Leute, okay. Danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns dann, ja, plus minus 2 oder 3 Wochen in Wengen wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.